Scheiße in den Stiefeln. Ja, hallo und herzlich willkommen zu The Witcher Enhanced Edition. Und ja, wir machen weiter. Wir gehen mal den Hauptquest nach. Wir müssen jetzt Haus des Healers Tala. Ja, ich auch. So. Ja, Haus des Healers Talas. Das ist die Quest dann hier für Berengars Geheimnis. Die Wachen haben ein Hexerschwert in die Hände bekommen, das vermutlich Berengar gehörte. Ich muss mit dem Healer sprechen, bei dem das Schwert gefunden wurde. Scheinbar trete ich in die Fußstapfen dieses geheimnisvollen Hexers. Ich denke, dass er sein Schwert niemals freiwillig hergeben würde. Vielleicht steckt er wieder in Schwierigkeiten. Gucken wir einfach mal, was er macht, ne? Die Elfen sind am schlimmsten. Ja, sind die auch so schlimm? Die haben so spitze Ohren und immer so eine... Die sehen immer so jung aus und die haben immer so hübsche Figuren. Bis ins hohe Alter. Da machen wir richtig. Na, wo ist er denn? Ja, da haben wir Fässer. Klauen wir die Honigwaben und Wein und wieder irgendwelches Fett. Uhu. Tala. Oh. Gehen wir nochmal schnell runter. Gucken wir mal, was der Tala im Keller zu verstecken hat. Ja. Wer weiß. Älter. Silberner Ring mit Rubinen. Wertsache. Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Und ich habe keinen Platz mehr. Was ist mit Fisch? Kann er den haben? So. Nix. Nein. Oh, Tala, hey. Oh Gott. Ich bin Healer. Ich kaufe und verkaufe. Womit handelt ihr denn so? Mit allem, was sich lohnt. Hm. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Trinken wir etwas. Zeig mal eure Waren. Vielleicht können wir erstmal was verdecken hier. Verkauf ihn seinen eigenen Ring. Ah, das wäre ja was, ne? Saphir. Ein wertvoller Gegenstand verkauft oder verschenkt werden kann. Bernstein. Feuerstein habe ich auch. Malmstein. Oh, so viele Sachen. So viele Sachen. Müssen wir erstmal gucken. So, nochmal quatschen. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Erstens heißt das die schwanzlutschenden Wachen. Zweitens, was geht euch das an? Ein anderer Hexer, Berengar, hat euch aufgesucht. Es war nicht sein verdammtes Fleischermesser. Woher wisst ihr das? Ich hab den anderen Plunder eures Freundes noch. Das Schwert habe ich woanders her. Anderen Plunder? Genau, das bedeutet alles, nur kein Schwert, klar? So wie seine vollgepissten Unterhosen zum Beispiel. Nett. Also, woher habt ihr das Schwert? Also, woher habt ihr das Schwert? Das springt für mich raus. Ich steche euch nicht ab. Faires Angebot. Ich hab seinem Mann in der Taverne zum haarigen Bären abgekauft. Wärt ihr bitte so höflich, ihn zu beschreiben? Nicht nötig. Er ist der berühmteste Würfelspieler hier. Ein echter Magier. Na, wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Wo finde ich ihn? Versteht mich nicht, ne? Ihr versteht mich nicht. Ich bin nicht an Zwischenhändlern interessiert. Ich brauche Informationen über Berengar. Dann fragt verdammt nochmal nicht mich. Euer kleiner Hexe hat für Kalkstein gearbeitet. Diese Information bekommt ihr umsonst. Für alles andere müsst ihr das Übliche zahlen. Okay, habt ihr von den Salamandern gehört? Pisse gurgelnde Reptilien, hab von denen gehört, aber ich hab keinen blassen Schimmer, was die wollen. Amphibien. Was?
Salamander sind Amphibien. In welcher Beziehung steht ihr zu ihnen? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Macht ihr Geschäfte mit den Salamandra? Macht ihr Geschäfte mit den Salamandra? Seid ihr von eurem verfickten Pferd gefallen? Wie kommt ihr an Berengars Besitz? Scheiße, ich bin Hehler. Soll ich euch das mal aufmalen? Glaubt ihr, ich frag jeden Dieb, wen er für seine Waren flachgelegt hat? Lasst mich euch mal ein Bild malen. Eine gewisse Organisation, nämlich die Salamandra, hat was gegen Hexer. Ein Hexer, nämlich Berengar, verschwindet. Und alles, was er besaß, landet in den Händen eines Hehlers. Und wer ist dieser Hehler? Sehr viel Emotion. Kommt da was in eurem kleinen Kopf an? Ich scheiß auf Bilder. Und der Name Berengar sagt mir rein gar nichts. Meine Lieferanten wissen vielleicht mehr. Außerdem würde ich in diesem Geschäft nicht lange überleben, wenn ich heiße Ware verkaufte, bei deren Beschaffung ich die Hand im Spiel hatte. Klingt glaubwürdig. Klingt glaubwürdig. Ohne Beweis keine Schuldzuweisung. Nehmen wir also vorerst an, dass ihr es nicht seid. Na also, ein echter Meisterspion. Bei den Eiern meines Köters, ihr seid ein analytisches Genie. Wenn ihr etwas rausfindet und mehr Informationen braucht, kommt rüber. Dann reden wir. Okay, aktualisiert Gedächtnis einer Klinge. Ums Taler würde das Silberschwert ausquetschen. Okay. Verdächtiger Taler, ich sollte Taler zu seinen Geschäften mit Salamander. Okay, auch noch. Und weiter. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Trinken wir ein, mein Freund. Bitte? Erklärt mir, warum wir Wachen euch tolerieren. Später. Spielt ihr? Ich bin ein begnadeter Pokerspieler vor dem Herrn. Warum? Wollt ihr spielen? Ich lach mich tot. Ihr seid ein feuchtgewickelter Amateur. Belästigt mich erst wieder, wenn ihr etwas Übung habt. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Erklärt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Erklärt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Haha, das ist gut über die Runden kommt? Sowohl die scheiß Wachen als auch die bekackten Diebe brauchen mich. Ich hab Abmachungen mit beiden. Und das macht mich unberührbar. Ach so. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Probieren wir nochmal die Frage 1. Wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Wo finde ich... Im Haar, der Mann heißt... Okay. Eintrinken? Die Zunge lockerer. Tafelwasser. Schwalbe. Uiuiui, der trinkt aber auch viel. Nichts mehr zu saufen, oder? Was ist das denn? Zuckerbobbe, okay. Nierenfett. Tafelwasser. Deine Chance, Hexer. So, können wir jetzt reden? Also, was darf's sein? Nö, schade. Dann schlafen wir doch einfach bis zum nächsten Tag. Ich habe Talente. Bis zum Morgengrauen. Talente nicht umverteilt. Ach ja, ich glaube, ich habe noch zu wenig Kaffee selber noch. Lassen wir ihn einfach mal und gucken wir mal. Beim alten Bären, hat er ja gesagt. Müssen wir mal kurz die Quest nochmal angucken und dann sehen wir weiter. So, bring das Geheimnis. Coleman ist tot, getötet mit einer Waffe, die ich den Elfen verkaufte. Von einem Toten kann ich nichts erfahren. Achso, das war bring das Geheimnis. Okay, Falkstein.
der komplizierte Zeuge. Es wird schwierig werden, nach Comans Tod Stech zu bekommen. Man sagt, dass einige Salamander etwas bei sich haben. Okay, die könnte ich dein Gedächtnis einer klären. Thala kaufte das Schwert von einem berüchtigten Würfelspieler im Gasthaus zum haarigen Bären. Ich muss dorthin gehen und mit den Typen sprechen. Also wieder zurück. Ach ja, so lebendig ist das hier. Unbekanntes Kraut. Überall Zwillinge, Drillinge und noch mehr. Alle sehen sie gleich aus. Dass das so schwer, unheimlich schwer gewesen sein muss, schon mehrere Skins für unterschiedliche Charaktere zu machen. Naja. Man weiß ja nicht, was für Daten das waren damals, ne? Was kümmert sich um sie und wir müssen sie ertragen. So. Der begnadete Würfelspieler. Das könnte ja mein Freund gewesen sein hier. Er will einer aufs Maul. Guck mal. Geralt? Geralt? Es ist Ewigkeiten her. Ja? Ich glaubte Soltan nicht, als er sagte, ihr wäret wieder da. Ich bin es, Munro, Verbannte. Der Krieg, ihr, Soltan und ich halfen ihnen. Das müsst ihr doch noch wissen. Hm. Wie ist das Leben so? Spielt hier jemand Würfel? Wie ist das Leben so? Kann nicht klagen. Ich habe einen guten, ruhigen Job als Rausschmeißer. Oh. Das ist ruhig. Die Gäste machen alles unter sich aus. Es ist ein ruhiger Ort. Kein Vogel scheißt in sein eigenes Nest. Hm. So können wir das auch machen. Würfel. Spielt hier jemand Würfel? Ich würde sagen, ich spiele professionell. Lust auf ein Spiel? Nichts für ungut, aber ich spiele nur mit Profis. Spielt mit Carmen im Bordell gegenüber. Und ihr könnt mit Soltan üben. Ah, okay. Alles klar. Genau, und Soltan. Noch eine Würfel hier. Wo ist Soltan? Soltan. Hier haben wir Spieler. Meine Eier. Will ich doch gar nicht wissen. Walter? Keine Herausforderer? Ist gar nicht da. Walter ist weg. Der schlief wahrscheinlich noch seinen Rausch aus von letzter Nacht, oder? Spielen wir mal mit ihm hier vielleicht? Ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Mal so, mal so. Ich schlage ein ehrliches Spiel vor. Ich könnte euch beim Wort nehmen. Ich sehe auf den ersten Blick, dass ihr weit gereist seid. Es ist wahrlich eine Ehre, mit einem Mann wie euch zu spielen. Ich bin ein Hexer. Habt ihr keine Angst, ich könnte die Würfel verzaubern? Ich verliere lieber ein Spiel gegen einen Mann von Welt, als gegen ein Landei zu gewinnen. Diese Bauern hier spielen doch nur um Kohlköpfe. Ein Jägersmann frequentierte einst dieses Etablissement, aber ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Ihr werdet ihn wohl niemals wiedersehen. Er hatte gerne hohe Einsätze, aber leider kein Glück beim Würfeln. In der Liebe hatte er auch kein Glück. Wenn ihr das sagt. Silberschwert, sagt euch das was? Ist das Spielen denn eigentlich erträglich für euch? Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen von einem Gärtner. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. Okay. Und jetzt spielen wir nochmal mit ihm hier kurz. Spielen. Nein, nein. Habt ihr euch entschieden? Nein, nein. Auf bald. Auf bald. Ich halte alle, die Risiken eingehen, in hohem Ansehen. Ist das Spielen denn eigentlich einträglich für euch? Ist das Spielen denn einträglich für euch? Okay, einträglich. Kommt gegen wen und wo man spielt. Nicht erträglich, einträglich. Wo lohnt es sich denn zu spielen? Falls euer Geldsäckel prall gefüllt ist, im wohlhabenden Teil der Stadt. Hier bekommt ihr eher eine Klinge in den Leib als einen anständigen Preis. Gut. Nur mal eine Runde. Start Einsatz wählen. Würfeln. Boah, der ist schon voll Haus, Alter.